Ja, damit hallo und herzlich willkommen bei Roll the Dice. Ich möchte heute ein Video zum Naval Strike Release machen. Jetzt ist es ja auch seit gestern, glaube ich, für alle Nicht-Premium-Spieler verfügbar. Und ich möchte in diesem Video so ein bisschen darüber sprechen, wie mir die DLC bisher gefällt. Und vorher habe ich aber eine Frage an euch, und zwar, ich habe ein echt beschissenes Headset. Das war vor einigen Monaten mal so ein Notkauf, als mir mein damaliges, eigentlich sehr gutes Headset irgendwann kaputt gegangen ist. Also eigentlich ist nur das Mikrofon kaputt gegangen, aber ich hatte dann keine Lust, so eine halbe Sache zu machen, also gleich ein neues ganzes Headset und nicht irgendwie so mit Kopfhörer noch weiter benutzen und Mikrofon von einem neuen und keine Ahnung, hatte ich keine Lust drauf. Also habe ich mir einfach dann übergangsweise ein komplett neues Headset gekauft, aber hatte zu dem Zeitpunkt nicht so viel Geld über und habe dann so eine 20 Euro TT eSports Variante zugelegt. Und naja, die gefallen mir halt gar nicht. Der Sound ist nicht wirklich toll, also bis wahrscheinlich grottenschlecht, wenn man das mit etwas besseren Modellen vergleicht. Und ja, das möchte ich halt eigentlich nicht weiter benutzen und habe jetzt nach ein bisschen nach Headsets geguckt und naja. Wie so oft findet man dann im Internet zu allen Pros und Kontras, und ich hätte jetzt einfach gerne mal von euch irgendwie vielleicht Ratschläge, vielleicht kennt sich hier jemand gut mit Headsets aus, vielleicht seid ihr einfach nur mit eurem Headset sehr zufrieden und könnt es weiterempfehlen. Schreibt es mir in die Kommentare. Mein Favorit bisher war das Logitech G430, vielleicht hat das ja sogar jemand und kann da was zu sagen. Ja, ich bin über jede Hilfe sehr dankbar. Vielleicht finden wir da was, was ich mir demnächst dann zulegen kann. Dann mache ich gerne auch noch ein kleines Review mal dazu. Vielleicht ist ja der ein oder andere selber auf der Suche nach was Neuem. So, jetzt aber zu dem angekündigten Thema dieses Videos. Wie ihr hier seht, ich bin jetzt wirklich auf Naval Strike mal ein bisschen unterwegs gewesen und habe mir sowohl den neuen Carrier Assault Modus angeguckt, als auch die Maps, sowohl im Conquest, als auch im Rush, als auch im Team Deathmatch und Domination. Ich habe jetzt wirklich fast alle Map- und Modus-Kombinationen, glaube ich, mal durchprobiert und muss sagen, die DLC ist geil. Also, bisher die beste Battlefield 4 DLC mit Abstand, würde ich sagen. Das war jetzt aber auch bisher jetzt noch nicht so schwer. Die bisherigen DLCs habe ich jetzt nicht wirklich beeindruckt. Also gerade Second Assault fand ich eigentlich ganz schön schwach. Wenn man bedenkt, dass die Maps ja nun mal irgendwo schon fertig waren, die Levolution Events schwach waren. China Rising hatte erst gar keine Levolution Events und dazu waren die Maps jetzt nur so okay. Wenn man, keine Ahnung, an Silk Road Air Domination denkt, wo man einfach in der Wüste rumfliegt und nichts als Deckung da ist, weil es halt überall nur Wüste ist, dann wirkt das nicht so richtig durchdacht. Ja, aber trotzdem, auch verglichen mit allen Battlefield 3 DLCs, würde ich behaupten, ist das die beste Battlefield DLC, die es bisher gab. Das liegt nicht nur an Carrier Assault, obwohl ich diesen Modus schon sehr gut finde, einfach weil es mal wieder ein bisschen Neuerung reingebracht hat. Das war ja das, was ich irgendwo mir erhofft habe, dass man so ein bisschen aus dieser Battlefield-Müdigkeit, sag ich mal, weil das ja eben doch ein Spiel ist, was sehr verbuggt ist und was sich vom Spielprinzip in den letzten Jahren eben nicht geändert hat. Da habe ich das Gefühl, dass einige Spieler eben nicht mehr so richtig Bock einfach hatten, und das habe ich bei mir selber auch zum Teil gemerkt, und insofern habe ich darauf gehofft, dass sie das Spiel damit wieder so ein bisschen aufleben lassen können, und ich denke, das haben sie geschafft. Also dieser Modus ist einfach, der ist nicht irgendwie eine Neuerfindung des Shooters, der ist nicht Neuerfindung des Battlefield Prinzips. Das ist eigentlich nur eine Kombination aus Conquest, Rush und Domination. Und das finde ich aber gerade geil. Das bringt irgendwie Abwechslung rein, das setzt voraus, dass man als Team so ein bisschen spielt, weil du kannst noch so gut im Angriff sein, wenn dein Team eben so gar nicht verteidigt und schneller ist,
Dann, ja, dann hast du vielleicht B scharf gemacht, aber im gleichen Zeitpunkt geht dein eigenes B in deinem Maschinenraum hoch und dann hast du eben auch verloren. Insofern, da muss man sich immer noch auf sein Team verlassen. Das ist zwar manchmal frustrierend, aber auch diese Frustration macht ja irgendwo Battlefield aus. Also, dass man sich eben auch manchmal über seine Teamkameraden ärgert und auch das kann ja Spaß machen, wenn man dann mit einem zusammenspielt und man war super gut zusammen im Angriff und denkt sich dann, ey Mann, was könnt ihr eigentlich? Also insofern, meiner Meinung nach passt das sehr gut in dieses ganze Battlefield-Konzept, rundet das Spiel Battlefield 4 so ein bisschen ab. Ich habe in letzter Zeit auch weniger Abstürze und Bugs erleben müssen, muss ich sagen. Also ich habe jetzt von diesem neuen Bug wieder ein Video gesehen, dass wenn ein Spieler, der wiederbelebt werden kann oder wiederbelebt wurde und nicht mehr wiederbelebt werden kann, aber sein Körper noch dort vor euch liegt, aus eurem Team, dann könnt ihr nicht von Raketenwerfern oder Granaten getroffen werden. Also diese Leiche bietet dann irgendwo so eine unsichtbare Wand. Und ja, dieser Bug wurde jetzt entdeckt, wird wohl, oder die Battlefield-Entwickler sind sich dessen schon bewusst und sind wohl dabei, den zu beheben, aber nichtsdestotrotz, es ist mal wieder ein neuer Bug dazugekommen. Aber generell muss ich sagen, läuft das Spiel zurzeit bei mir zumindest recht flüssig. Das ist ja auch mal eine nette Neuerung und dementsprechend kann ich jetzt bei Naval Strike zurzeit sagen, das fing zwar nicht gut an mit diesem Verschieben des Releases, 5 Stunden vor Release, aber jetzt bin ich doch sehr zufrieden, wie es gelaufen ist, weil mir jetzt die DLC einfach gut gefällt. Also auch die Maps sind im Design sehr schön. Das erinnert zwar mal an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen sehr an Parasol Storm. Ich glaube, die GameStar, wenn ich mich nicht ganz irre, hat da auch einen Bericht zu gemacht, dass einige Sachen wohl wirklich auch 1:1 kopiert wurden. Dass diese Info jetzt aber komplett ohne Gewähr, da berufe ich mich so ein bisschen auf Hörensagen und insofern, was ich aus meiner Perspektive hier sagen kann, mir hat es sehr gut gefallen. Also wer es noch nicht hat, wer kein Premium hat, ich kann den Kauf dieser DLC sehr empfehlen. Ist eine schöne Neuerung am Spiel und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, dann habe ich hier vielleicht noch ein paar andere für euch, die euch auch noch Spaß machen könnten. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.